Hallo und herzlich willkommen zu einer Let's Play-Serie zum Spiel Democracy 3, das ich zusammen mit Romy Höhne gespielt habe. Die ist Politikwissenschaftlerin. Die ersten paar Episoden, die hier auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht werden, stammen von unserem ersten Online-Stream auf Twitch TV. Da habe ich mit Romy zusammen mal so knapp 3,5 Stunden gestreamt und wir werden das weitermachen. Im Moment sieht es so aus, als ob das jeden Dienstag um 20 Uhr passiert. Da gucken wir mal, wie lange wir Zeit und Bock haben, dass wir weiterspielen und uns dann über neue Politiken, Gesetzgebungen und wie das im richtigen Leben aussieht, anhand dieses Spiels ein wenig die Köpfe zerbrechen und gucken, wohin uns unsere Entscheidungen so treiben werden. Jetzt erstmal viel Spaß bei der ersten Folge. Ich plane, dass die erstmal täglich rauskommen, solange wir am Stream sind. Sag doch mal, ja. Was du eigentlich tust. Wie bist du dazu gekommen, dass ich dich Politikwissenschaftlerin nennen darf? Naja, der einfachste Teil an der Antwort ist, ich habe das studiert. Ich habe in Halle Politikwissenschaft studiert. Und von 2002 bis 2010 und habe direkt danach angefangen, als Lehrbeauftragte zu arbeiten bis 2017. Okay. Und habe dann in der Zwischenzeit einige Demokratieförderprojekte gemacht und noch so ein paar spannende Sachen im Bereich zivilgesellschaftliches Engagement und Verbandsentwicklung. Und André, wir kennen uns ja nun schon doch seit ein paar Jahren und ich freue mich sehr, dass du heute gesagt hast, ey komm, lass uns das mal zusammen machen. Ja, also erstmal, ich wollte irgendwie das erste Mal streamen nicht alleine machen, aber ich bin dann auch über dieses schöne Spiel gestolpert. Democracy 3 oder Demokratie 3, anscheinend ist der Titel tatsächlich hier auch übersetzt, also ja. Auch mal schön. Ja, da, das ist schon ein bisschen älter, das Spiel, das ändert aber nichts daran, dass ich es faszinierend finde, weil ich habe es mir dann mal genauer angeschaut und tatsächlich, ich war sehr fasziniert davon und ich nehme dich jetzt einfach mal mit und ich glaube, ich habe die ein oder andere Frage zur Demokratie, beziehungsweise zur Politik, die da drin simuliert wird. Mhm. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt ein neues Spiel an. Und ich bin auch super gespannt. Ja, da ich ja niemandem irgendwie auf die Füße treten möchte, habe ich mir überlegt, wir fangen einfach mal mit Frankreich an. Was hältst du davon? Wir können später auch nochmal Deutschland anfangen, aber tatsächlich habe ich die ersten Testspiele mit Deutschland gemacht und ich weiß ein bisschen, was da passiert. Und ich würde mich gerne auch selber überraschen lassen. Und deswegen fange ich mit Frankreich an. Ich find Frankreich super spannend. Interessantes politisches System, auch so ein bisschen anders als bei uns, wobei das in dem Spiel, soweit ich das gelesen habe, auch gar nicht so entscheidend ist. Nee, genau, das politische System, dazu kommen wir nämlich jetzt. Hier sind so ein paar Fakten über Frankreich, das will ich jetzt alles nicht vorlesen. Man sieht hier schon, dass die deutsche Übersetzung an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen hakelig ist, weil hier geht die Schrift in die Zahl über. Das ignorieren wir einfach mal. Und auch nicht alles ist leider auf Deutsch übersetzt worden. Es gibt ein paar Sachen, die noch auf Englisch sind und ich tue mein Äußerstes, um das dann irgendwie auf Deutsch zu übersetzen. Und hier sind wir schon bei den Beschränkungen, sage ich jetzt einfach mal. Es gibt immer nur zwei Parteien. Mhm. Also im Moment wird uns hier vorgeschlagen, Name der Partei des Spielers, The Liberal Party, und Name der Oppositionspartei, The Jehovah Party. Also es ist immer ein Zwei-Parteien-System, egal was in dem Land tatsächlich abgeht. Hier, weil ich mal, was nehmen wir denn mal für die Opposition? Verraten wir jetzt zu viel über unsere politischen Einstellungen? Nö. Ich würde mal was was Neutrales wählen. Sagen wir doch einfach mal Napoleons Erben sind unsere Widersacher und wir nennen uns mal, wie nennen wir uns denn mal? Wir wollen ja das Gegenteil von Napoleon sein, oder was? Nee, nicht zwangsläufig das Gegenteil. Das sind halt, die nennen sich Napoleons Erben und wir sind die egalitären.
Oh, na dann. Ja. Egalitären. Ich, Mach ich mit. Manchmal einfach so. So, und Länge der Amtszeit 5 Jahre und Amtszeitbegrenzung 2. Ja? Wir können uns auch noch selber aussuchen, wie lange wir an der Macht sind. Ja. Aber das ist ja großartig. Genau. Also, die Amtszeitbegrenzung ergibt Sinn, damit wir nicht bis morgen früh spielen, vermutlich, oder? Genau, genau. Also ich hätte jetzt auch gesagt, so 5 Jahre und 2 Amtszeiten können wir mal machen. Mhm. Und an den Reglern spiele ich jetzt einfach mal nicht dran rum. Angeborener Sozialismus finde ich irgendwie interessant. Mhm. Aber was diese Sachen genau bedeuten, das ist jetzt, also da bin ich auch noch nicht so ganz dran lang gestiegen. Ich lasse das jetzt einfach mal so, so wie quasi Frankreich voreingestellt ist. So. Und jetzt lädt die Geschichte. Zurück zur Regierung klicken. Oh. Wir wurden gewählt. Glückwunsch. So, Glückwunsch zu deinem Wahlsieg. Willkommen in deinem neuen Job als Präsident. Das Leben aller 65.350.000 Staatsbürger liegt jetzt in deinen Händen. Du kannst dir sicher vorstellen, dass es eine Reihe von Situationen und Problemen gibt, mit denen du dich baldmöglichst beschäftigen musst, während du die langfristigere Verbesserung der Lebensqualität deiner Staatsbürger im Auge behältst. Und vergiss auch nicht, dass du in 5 Jahren zur Wiederwahl antrittst und daher die Meinungsumfragen und unsere Parteimitgliedschaft im Auge behalten musst. Viel Glück! So. Das ist quasi, wir haben gerade die Wahl gewonnen und GDP ist nichts anderes als BIP, also Bruttoinlandsprodukt. Das ist irgendwie relativ niedrig, Gesundheit ist niedrig, das wird einem so ein bisschen angezeigt. Und blaue Kreise im Spiel bedeuten immer Dinge, auf die man keinen direkten Einfluss hat. Mhm. Also man kann jetzt ja nicht sagen, so, ich beschließe, dass wir weniger Arbeitslose haben, sondern man muss ein Gesetz erlassen, was hoffentlich auf die Arbeitslosen Einfluss hat, genauso auf die Kriminalität. Blaue Kreise kann man halt nicht direkt beeinflussen. Armut genauso, Gesundheit, dazu gibt es Gesetze. Jetzt beginnen wir mal die Amtszeit und da wird man erstmal direkt erschlagen, würde ich sagen. Und ich bemühe mich mal, so ein bisschen durchzuführen. Blaue Kreise, habe ich schon gesagt, das sind Dinge, die man nicht direkt beeinflussen kann. Rote Kreise sind Sachen, die man auch nicht direkt beeinflussen kann, die aber schlimm sind. Also hier, wenn ich da mal drauf drücke, wettbewerbsunfähige Wirtschaft. Da gucken wir uns gleich nochmal genau an. Ich kenne diese Sachen von Frankreich nicht, so wie das voreingestellt ist. Oder was haben wir hier unten? Fettleibigkeit. Okay. Diese weißen Kreise sind alles quasi Gesetze, auf die wir direkten Einfluss haben, wo wir also tatsächlich etwas ändern können. Beispielsweise hier, das ist die Einkommensteuer, da können wir hier an dem Schieberegler drehen und dann sieht man, dass das Einfluss auf bestimmte Sachen hat. Ja, aber das nur kurz zur Erklärung. Und hier oben in der Mitte, da sind die verschiedensten Gruppen, die man glücklich machen kann. Muss, also wenn man wiedergewählt werden möchte. Und das Spannende ist, was ich irgendwie sehr, sehr an diesem Konzept mag, ist, dass nicht ein Mensch einer Gruppe zugehörig ist, sondern dass ein Mensch gleichzeitig Sozialist, religiös und Umweltschützer sein kann und Autofahrer. Wie im echten Leben. Ja, genau. Also diese Sachen in der Mitte darf man sich nicht als Gruppen von verschiedenen Menschen vorstellen, sondern Aspekte von verschiedenen Menschen. Hier ist das Fokusgruppen. Man kann sich das hier mal genauer angucken. Zum Beispiel, also hier sind verschiedenste Menschen, die man sich angucken kann. Die erste ist Pauline Colin und die hat so 60% Sozialistin, sie ist zu 90% Pendlerin, liberal, Umweltschützerin, mittleres Einkommen trifft auch zu. Sie ist Eltern, also sie ist Mutter, würde ich schätzen. Landwirt ist anscheinend in ihrer Familie. Naja, und wenn man uns so durchguckt, kann man hier sehen, sie sind halt unter bestimmten Einflüssen. So, wenn man sich die anguckt. Gewerkschaftler, Umweltschützler, reich ist dieser Mensch, ist ein öffentlicher Bediensteter und so weiter und so fort. Und dann sieht man auch, wie die Zustimmung ist zu mir.
Hier ist jemand, der nicht 100% hat. Woran wird das liegen? Weil er reich ist. Da hat er eine etwas negative Meinung von mir. Also, diese mittlere Sache sind verschiedene Aspekte von, also verschiedene Strömungen von der politischen Orientierung. Ist das erstmal so erschlagend erklärt, Romy? Bisher ja. So, und jetzt... Komm ich dran. Ja? Ja. Und jetzt kommen die wirklich spannenden Sachen, nämlich so, wie es dargestellt ist. Man hat das eben vielleicht schon kurz gesehen, wenn ich jetzt auf zum Beispiel auf irgendetwas hier auf dem Bildschirm gehe. Ich nehme jetzt mal einfach die Einkommensteuer und einen Moment mit der Maus draufbleibe. Dann sieht man, in welche Richtung sie negative oder positive Einflüsse hat. Grün heißt, dass es den jeweiligen Aspekt, auf den es drauf geht, erhöht. Also Einkommensteuer im Moment sorgt dafür, dass der Sozialist in den Menschen ein wenig positiver gestimmt ist. Der Kapitalist ist negativ gestimmt, weil da geht eine rote Linie hin. Mittlere Einkommen sind sehr negativ gestimmt, weil man sieht, die Pfeile bewegen sich dahin schneller. Das heißt, die Einkommensteuer hat einen größeren Einfluss auf die mittleren Einkommen. Hat aber auch Auswirkungen auf die niedrigen Einkommen, auf die Spitzeneinkommen, auf die mittleren Einkommen. Das ist jetzt irgendwie nicht verwunderlich. Internet Currency Adaption, also Bitcoins und sowas, das ist eine Geschichte. Darauf hat es auch einen negativen Einfluss anscheinend. Und auf Gleichberechtigung einen positiven. Ich finde es total spannend, wenn das Spiel ist ja schon ein bisschen älter und das ist ja trotzdem diese digitalen Währungen mit auftaucht. Naja gut, Bitcoin und so sind ja auch schon ein bisschen älter. Also das Spiel ist von 2013 und ich würde sagen, da gab es, da war Bitcoin schon gut etabliert, oder? Definitiv, aber wenn ich mir diese Auswahl an Einzelpunkten anschaue, Gleichberechtigung oder in dem Fall niedrige Einkommen oder Bruttoinlandsprodukt oder so, dann überrascht es mich einfach, dass das hier in der Auswahl mit auftaucht. Weil die anderen Komplexe relativ groß sind. Ja, aber da man hat auch gesehen, das ist auch so eine Sache, Internet Currency Adaption ist halt nicht übersetzt. Das heißt, es gehört zu einem DLC, also einem Paket, was später rauskam. Also eine Erweiterung für das Spiel. Und die sind alle leider nicht auf Deutsch übersetzt. Das heißt, das ist wahrscheinlich von 2015 oder so. Also es gab dafür mehrere Erweiterungen für das Spiel, die das alle ein bisschen interessanter machen. Deswegen haben wir auch extremistische Gruppen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die Kapitalisten, wenn wir uns die mal angucken, die haben sehr, sehr viele rote Sachen. Außer die Mautstraßen, die beeinflussen sie anscheinend positiv. Wenn wir nicht aufpassen, kann sich, wenn Kapitalisten noch weiter in der Zustimmung runterrutschen, kann sich eine extremistische Gruppe aus Kapitalisten bilden, die uns eventuell einen Anschlag gegen uns machen. Und damit das nicht passiert, versuchen wir die Sachen, die jetzt gerade in Rot unterlegt sind, irgendwie positiv zu beeinflussen, richtig? Ja. Genau, aber ich würde sagen, dass es noch hat sich keine extremistische Gruppe gebildet. Das heißt, das können wir uns hier mal angucken, hoffe ich. Ja, also hier unten, hier gibt es so verschiedene Gruppen, der Natur- und Tierschutzverbund und so. Die haben Bedrohungswert keinen, aber hier unten die mit der Pistole da vorne, die Kreuzritter des Herrn, Freiheitsliga und so, das sind tatsächlich Gruppen, die eventuell ein Attentat verüben könnten. Und da hat sich noch nichts gebildet, soweit wir wissen. Das heißt, das würde ich jetzt nicht als primäres Ziel. Aber ich würde jetzt halt erstmal so ein paar Sachen mir angucken wollen. Und so zum Beispiel Bruttoinlandsprodukt hat so unglaublich viele Verbindungen, größtenteils mit Steuern und aber Kriminalität geht genauso rein, Verkehrsstaus, Flugreisen und so weiter und so fort. Aber so, da sieht man auch, ich finde, es ist auch gut dargestellt, wie viele Faktoren halt dann direkt auf so etwas, was wir nicht direkt beeinflussen können, eine Auswirkung haben. So, ich würde jetzt erstmal, wir fangen einfach mal an, uns den Problemen von unserem virtuellen Frankreich, also das muss ich vielleicht auch nochmal dabei sagen, das ist mir irgendwie wichtig, wir bilden wir kein normales Frankreich ab. Also um Gottes Willen, ich möchte niemanden, keinen Franzosen besonders oder keine Französin in irgendeiner Form echauffieren. Das hier ist
nur eine Simulation und da gibt es bestimmte Herausforderungen. Hier diese roten Sachen. Und da gucken wir uns jetzt als erstes mal organisiertes Verbrechen hat Frankreich anscheinend als Problem. Und hier ist es, große organisierte Gangs mit Schwerverbrechern zielen jetzt auf unser Land ab. Wir verfügen nicht über die nötigen Mittel, um mit ihnen fertig zu werden. Und sie verursachen jetzt ernsthafte Probleme. So unter anderem mehr Straßenkriminalität und Gewaltverbrechen. Und sie liefern Drogen und Waffen. Hier sieht man das. Das ist quasi die Trendentwicklung, der Wert, die blaue Linie. Und da gibt es immer einen Startauslöser und einen Stoppauslöser. Und unser Ziel ist es quasi, diesen Wert von blau unter die grüne Linie zu bringen. Dann ist das mit dem organisierten Verbrechen, dann ist das nicht mehr rot. Das ist quasi unsere Aufgabe. Und die Ursachen kann man hier direkt sehen. Unser Geheimdienst, das ist jetzt so ein bisschen, was man sich generell merken muss. Der Geheimdienst beeinflusst das positiv. Weil der Geheimdienst tut etwas dagegen. So muss man das lesen. Also der tut etwas gegen das organisierte Verbrechen. Solange irgendetwas rot ist in einem Fenster, heißt das, der Geheimdienst tut gerade etwas dagegen. Aber wir könnten gucken, ob wir den Geheimdienst höher machen. Und Auswirkungen ist, durch die organisierte Kriminalität gibt es mehr Gewaltverbrechen, ne? Positiv. Okay. Also mehr, die Gewaltverbrechen steigen und die Kriminalität steigt. Gehen wir mal auf Geheimdienst und da sind wir direkt bei etwas, was wir beeinflussen können. Und da könnten wir jetzt einfach mal sagen, okay, hier organisiertes Verbrechen wird zurzeit erniedrigt. Geben wir doch mal mehr für den Geheimdienst aus. So, hier unten ist unser, also eben war der Schieber so, 4,3 Billionen pro Quartal. Das kann nicht richtig sein. Milliarden müsste das sein. Das ist wahrscheinlich auch ein Übersetzungsfehler. Ja, also gehen wir mal auf 5 Milliarden. Das heißt, wir senken das organisierte Verbrechen weiter ab. Die Kriminalität geht runter und Liberale finden das nicht so gut. Okay, aber die kriegen wir ja mit anderen Sachen. Genau, und der Patriot findet das ein bisschen besser. Da würde ich doch mal sagen, da können wir, weil wir so ein großes Problem haben, da können wir ruhig mal ein bisschen höher gehen noch. Nicht? Ich würde gerne wissen, wie wir die Liberalen positiv beeinflussen können. Frage 1 und Frage Nummer 2, wie viel Geld haben wir denn eigentlich zur Verfügung? Ah, ja, ich mache mal Änderungen rückgängig, noch ist nichts passiert. Hier oben haben wir Einnahmen, das sind 251 Billionen. Das kann nicht sein. Milliarden müssten das sein. Ja. Yeah. 251 Milliarden Ausgaben, 245 Milliarden. Das heißt, wir haben einen kleinen Überschuss, den wir benutzen. Und wir haben eine Staatsverschuldung von 600 Milliarden Euro. Ja, steht auch davor. Das heißt also, wir sind im Moment in einem Haushalt, wo wir tatsächlich was einnehmen. Aber nicht viel. Nicht viel. Aber... Wir haben ungefähr dreifache an unser, also ein bisschen weniger, also vielleicht das zweieinhalbfache an Verschuldung von unseren Einnahmen. Ja. Wie wäre es denn, wenn wir vielleicht erst mit der Wirtschaft anfangen, bevor wir mit dem Geheimdienst starten? Okay. Geheimdienst, der hätte uns jetzt, glaube ich, 5 Milliarden gekostet. Genau. Nee, der hat uns 1 Milliarde mehr gekostet, weil der war auf 4. Also wir hätten das hochgedreht um 1 Milliarde. Also, wir können noch mal kurz gucken. Ja. Hier, Geheimdienst, der ist im Moment bei 4,3 und ich wollte ihn auf 5,3, also 1 Milliarde reinstecken. Aber wir können auch erst, das wäre mein Plan, wir können erst mal mit was anderem anfangen. Gucken wir uns erst mal die anderen roten an. Also, oder? Ich glaube, ich bin schon zu lange selbstständig. Ich gucke schon wieder zuerst aufs Geld. Ne? Okay, gucken wir uns an wettbewerbsunfähige Wirtschaft. Der Mangel an relativer Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit unserer Arbeiter verursacht, dass unsere Exporte zurückgehen und unser Land mit billigen Importen aus dem Ausland überschwemmt wird, wo die Arbeitskräfte für weniger Geld schwer arbeiten und technisch versierter sind. Das wirkt sich negativ auf die Wirtschaft aus, da unsere Unternehmen weltweit nicht konkurrieren können. Mhm. So, die Körperschaftssteuer ist ein bisschen schuld daran. Das heißt, die Körperschaftssteuer begünstigt das.
Die Produktivität, die wir im Land haben, wirkt dagegen. Und es wirkt sich aus auf das Bruttoinlandsprodukt und negativ auf die Stimmung vom Kapitalisten. An der Produktivität können wir nicht direkt was tun. Das ist auch ein blaues Feld. Also ich gehe nochmal zurück. Stand da gerade Alkoholkonsum? Produktivität? Ja, hier also Produktivität wird von vielen Sachen beeinflusst. Alkoholkonsum, ja. Das ist aber erstaunlich viel. Können wir uns direkt auch angucken, wie sieht der Alkoholkonsum aus? Der wird begünstigt durch Alkoholgesetzgebung. Das Bruttoinlandsprodukt beeinflusst den. Die Armut, ganz, ganz wenig. Und die Arbeitslosenzahlen. Und es hat Auswirkungen negativ auf die Gesundheit oder auf die Produktivität. Ja, und positiv, also steigende Kriminalität, Gewaltverbrechen und staatliches Gesundheitswesen. Man würde sich jetzt wahrscheinlich nicht allzu beliebt machen, wenn man direkt nach Regierungsantritt anfängt, ein Projekt gegen Alkoholkonsum aufzulegen, oder? Weiß ich nicht. Ich habe gerade den Eindruck, das würde sich lohnen. Ja. Wir könnten einfach mal. Wir könnten dann direkt einfach mal gucken, wo haben wir denn? Hier haben wir Alkoholgesetzgebung. Mindestalter 18. Wir könnten das nach oben setzen. Mindestalter 21 würde den Alkoholkonsum erniedrigen, die Liberalen verärgern, die Jugend verärgern, aber Gewaltverbrechen abschwächen. Aber es hat auch dann wahrscheinlich, wenn der Alkoholkonsum runtergeht, hat das einen positiven Effekt auf die Produktivität. Und auf die Gesundheit. Das stimmt. Wir könnten auch nur niedrigprozentige direkt einführen. Die Jugend und die Liberalen mögen das nicht. Will die Jugend Schnaps trinken? Ja. Kannst du noch mal, ich würde gerne mal kurz die Gesamtskala der Auswirkungen sehen, weil ich jetzt sehe auch da Anheben und Senken und da stehen auch so Zahlen. Ich vermute, das ist mein politisches Kapital, aber... Wo? Hier hinten? Nee, weiter unten. Ja. Genau da. Ah ja, genau. Ich habe... Ich mache die Änderungen mal rückgängig. Ich habe hier oben 25 politisches Kapital, was ich in einem Quartal, also es ist immer aufgetrennt zeitlich nach Quartalen, also drei Monate ist eine Amtszeit, nicht eine Amtszeit, drei Monate ist quasi so eine Spielrunde. Da kann ich nur 25 ausgeben. Ja, dann würde ich doch sagen, wir machen jetzt einfach mal den einmal einen hoch oder zwei hoch. Einer hoch heißt 18. Mindestalter 21. Ja. Und zwei hoch wären nur niedrigprozentige. Okay. Dann machen wir Mindestalter 21, dafür gebe ich 13 aus. Also ich hätte die Leute damals wahrscheinlich nicht gewählt, aber... Ja. So, das haben wir geändert. Wir gucken jetzt mal, was haben wir noch hier, was rot ist? Umweltverschmutzung. Die Umwelt. Ja, die Umwelt wirkt sich darauf aus, weil der Umwelt geht es wahrscheinlich nicht gut. Ja. Also Fahrzeugnutzung wirkt sich negativ aus, Flugreisen, das Bruttoinlandsprodukt wirkt sich negativ aus, Schadstoffbekämpfung wirkt sich positiv aus. Könnte man bei der Fahrzeugnutzung mal schauen, was man da noch so tun kann? Fahrzeugnutzung, Treibstoffsteuer, Mautstraßen, Bahn. Die Bahnnutzung. Das ist ja wirklich nicht viel. Nee. Vielleicht kann man ja da was machen. Wo? Bahnnutzung? Bei der Bahnnutzung. Ich weiß halt nicht, wahrscheinlich wird das unglaublich teuer. Bahnermäßigungen können wir wahrscheinlich machen. Mhm. Oder Busnutzung. Ja, Busnutzung ist wieder passiv, aber hier... Bahnermäßigungen sind schon sehr hoch. Also da geben wir 15 Milliarden pro Quartal für aus. Ja, vielleicht warten wir damit noch ein Jahr, bis wir ein bisschen Geld haben. Ja. Okay, was können wir noch machen für... also das hier war Bahnermäßigung. Straßenbau. Können wir leider uns nicht mehr leisten. Wir haben nicht mehr genug politisches Kapital für Anheben oder Absenken.
brauchen wir 18 Punkte. Haben wir nicht. Und hier oben haben wir Mautstraßen. Wir könnten... Das würde uns halt relativ viel Geld bringen. Wir könnten die Mautstraßen anheben. Mhm. Also das kostet uns... Also das verursacht Einnahmen bei uns. Die Autofahrer finden das doof. Und es wirkt sich auf die Einkommen der Autofahrer aus. Mhm. Also hier. Verkehrsstaus gehen zurück, Fahrzeugnutzung geht ein klein wenig zurück. Und wir verärgern stark die Autofahrer. Aber der Kapitalist und der Pendler finden das gut. Also so könnten wir ein bisschen Geld machen. Was würdest du sagen? Genau, also einfach um mal Geld zu machen, finde ich das auch ganz gut. Vielleicht könnte man das im kommenden Jahr dann koppeln mit so Sachen wie Bahnermäßigungen und so, dass man vielleicht noch ein Stück weit hochgeht. Ja. Und dann dafür die Autofahrer und wen auch immer noch so ein Stück weit beruhigt. Bevor wir das machen, wir behalten mal Mautstraßen im Auge, weil eine Sache kann man nämlich jetzt auch noch machen. Wir haben nur noch 12 Punkte. Okay. Bevor wir jetzt... Ach, weißt du was, wir machen die Mautstraßen jetzt hoch auf, sagen wir mal, 240 Millionen. Also irgendwie ist es mit den Einheiten ein bisschen komisch. Wir setzen das hoch, nehmen diese Änderung an und dann haben wir nur noch 2 Punkte. Damit können wir wirklich nicht mehr viel machen. Und beenden einfach mal die Runde und gucken uns an, was dann passiert. Weil dann in der nächsten Runde würde ich dann dazu kommen, es ist nämlich häufig günstiger, tatsächlich einfach ein neues Gesetz zu erlassen, weil im Moment schrauben wir an bestehenden Gesetzen rum. Ja. Manche Gesetze sind relativ günstig, die einzuführen. Und da würde ich, glaube ich, das nächste Mal reingucken, weil ich glaube, wir haben jetzt langsam verstanden, wie die Sachen funktionieren. Machen wir einfach mal nächste Runde. Wir haben eine Errungenschaft freigeschalten. Oh ja, das kann man im Stream aber nicht sehen, sehe ich gerade. Aber hier wird das Wunder des Egalitarismus. Wir sehen zwar nicht alle gleich aus und hören uns auch nicht alle gleich an, aber unter deiner Führung fühlen wir uns jetzt unter unseren Mitmännern, Mitfrauen, sonstigen gleich. Und das ist doch das Wichtigste, oder? Also, ja, toll. Ich habe, glaube ich, nicht wirklich was dazu beigetragen mit den beiden Veränderungen, die wir gemacht haben. Also, ich auch nicht. Irgendwie. Ja, es gibt jede Runde ist quasi ein Quartal. Ne? Hier ist die Zusammenfassung der gegenwärtigen Zustands deiner Nation, wie dies von den verschiedenen Ministern und Abteilungen gemeldet wurde. BPI, Gesundheit, Bildung, Arbeitslosenzahlen. Und jetzt gibt es hier immer so ein Fragedings. Das ist quasi ein Dilemma, wo wir uns entscheiden müssen. Du wirst von den Vereinten Nationen bedrängt, einen Vertrag zu unterzeichnen, wonach dein Land nicht mehr in der Lage sein soll, Atomwaffentests für Forschungszwecke durchzuführen. Viele andere Nationen haben diesen Vertrag bereits unterzeichnet und man drängt uns, die Unterzeichnung über die diplomatischen Kanäle durchzuführen. Wir können einmal den Vertrag unterzeichnen. Es besteht kein wirklicher Bedarf, weitere Tests durchzuführen, denn es ist nicht der Fall, dass unsere gegenwärtige Waffengeneration nicht funktionieren oder nicht stark genug ist. Die Unterzeichnung des Vertrags wird die Umweltaktivisten glücklich machen und unsere Popularität auf der internationalen Bühne anheben. Wenn wir einen Vertrag nicht unterzeichnen, ist es äußerst wichtig, dass wir das Recht beibehalten, beschränkte Tests durchzuführen. Wir leben in einer gefährlichen Welt und unser nukleares Abschreckungsmittel ist für unsere Verteidigung lebenswichtig. Es steht anderen Nationen nicht zu, uns zu sagen, wie wir uns verteidigen können. Außerdem ist Testen notwendig, um dafür zu sorgen, dass unsere Waffen weiterhin brauchbar sind. Ja, weiß ich nicht. Also... Gibt es so eine Außenpolitik-Übersicht, wie bedroht sind wir durch andere Staaten? Gibt es da sowas? Nee, nicht wirklich. Oh, stimmt. Das heißt, wir können uns jetzt was ausdenken? Naja, es gibt internationale Beziehungen, aber die können wir uns jetzt gerade nicht angucken. Wir stehen vor diesem Dilemma. Und ich tendiere ja also grundsätzlich mit meinem pazifistischen Wesen dazu, diesen Vertrag zu unterzeichnen. Mhm. Weiß nicht, wie die Franzosen dazu stehen, aber tatsächlich... Tendenziell würde ich sagen, Vertrag nicht unterzeichnen. Also, dass wir weiter Tests machen sollen? Das wäre wahrscheinlich die französische Antwort. Dann machen wir die französische Antwort.
Wir unterzeichnen den Vertrag nicht. Fertig. So, Haushaltsbericht. Der Haushaltsbericht gibt uns an, hier, was passiert ist. Unsere Schuld ist ein klein wenig zurückgegangen. Mhm. Einnahmen sind ein klein wenig gestiegen, weil wir die Mautstraßen gemacht haben. Ausgaben sind ein klein wenig zurückgegangen. Die Weltwirtschaft ist gerade am Steigen. Mhm. Das Bruttoinlandsprodukt ist gerade am Steigen. Zinssatz ist konstant. Rücklagen haben wir nicht wirklich, so wie es aussieht. Wir können uns das auch angucken. Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Vermögensteuer. Ich glaube, da gucken wir gleich mal drauf. Das ist aber echt viel Einkommensteuer. Ja, genau. Also, ist halt der größte Anteil. Und Ausgaben kann man sich hier auch aufgeschlüsselt angucken, was das alles ist. Aber da können wir auch gleich im Spiel drauf zu. Genau, da waren wir noch. Haushaltsbericht, es gibt einen Umfragebericht. Unsere Zustimmungswerte sind hochgegangen. Holla. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht. Kapitalisten sind runter, reich sind runter, aber da gibt es nicht so viele von anscheinend. Ja, genau. Und Kabinettsbericht. Hier sehen wir die Minister, die wir so haben. Ja. Und diese Minister geben uns unser politisches Kapital. Da sieht man, Außenpolitik ist er hier, der gibt uns 4,2. Wohlfahrtsminister, okay, gibt uns 5. Wirtschaft gibt uns nur 2,6. Das liegt daran, dass er nicht ganz loyal ist wie die anderen beiden. Mhm. Ja, der Transportminister auch nur 2. Ja, genau. Also dieses Kapital ist quasi, könnte man sagen, um das in Spielmechanik zu übersetzen, ist das halt quasi, wie viel Einfluss wir durch unsere Minister bekommen, ne? Könnte man so. Okay. Was macht denn der Steuerminister? Steuerminister? Okay, weil daneben ist ja die Wirtschaftsministerin und jetzt steht bei ihm Finanz- und Wirtschaftsminister. Industrieminister. Ja, interessant. Okay. Also, was auf jeden Fall eine Möglichkeit wäre, wir könnten das Kabinett neu bilden oder einzelne feuern. Aber wenn wir einzelne feuern, dann gehen die... werden die anderen weniger loyal, weil jemand gefeuert wurde. Das heißt, diese Werte gehen runter, wenn man nur einen feuert. Und wir könnten mal das Kabinett umbilden. Aber das würde ich erst machen, wenn wir vielleicht ein bisschen tiefer in unsere Probleme reingeguckt haben, weil wir haben uns längst noch nicht alles, was rot ist, angeguckt. Ja, wenn wir irgendwie so in der Hälfte der Angst hätten, wenn wir mal drüber nachdenken. Ja, genau. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sagt Romy und mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den Entscheidungen haltet, die wir getroffen haben. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann haut sie einfach raus. Wir bemühen uns, die bei unserem nächsten Twitch-Stream zu bearbeiten und zu beantworten. Tschüss!